Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir das Odys Trendbook 12. Das ist ein 11,6 Zoll kleines Netbook mit Windows 10. Und wir schauen uns heute das Gerät mal an, machen uns einen ersten Eindruck und vorher machen wir natürlich die Packung auf und schauen, was hier alles drin ist. Jetzt erstmal zur Hardware. Wir haben hier einen Intel Atom Prozessor mit 1,8 GHz der vorherigen Generation, also nicht die ganz neue X5, X7 Generation. Dann haben wir hier noch ein HD-Display, 11,6 Zoll groß, wie bereits erwähnt, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB an internem Speicher. Wir kennen die Konfiguration bereits, beispielsweise vom Asus X205. Das heißt, da dürfte schon einiges bekannt sein, zumindest davon, wie es dann am Ende funktioniert. Aber jetzt packen wir das wirklich mal aus. Ich habe hier natürlich schon an den Seiten die Siegel gelöst, deswegen geht das hier ganz einfach auf. Und das wird dann hier nach oben geöffnet. So. Und jetzt haben wir hier das Gerät in so einem, ja, wie soll ich sagen, so einer Plastikfolie verpackt. Geht das so auf. Und das können wir hier gleich so rausziehen. So, und so sieht das Gerät jetzt aus. Also es ist wirklich ultra dünn. Vielleicht sieht man das hier ein bisschen besser und auch sehr leicht. Wir haben hier oben ein Polycarbonat, das sich ein bisschen glasig anfühlt. Also es ist kein Glas, das ist mir schon klar, aber es ist ein relativ hochwertiges Polycarbonat und auf der Rückseite haben wir hier auch ein sehr weiches Plastik. Und ich würde sagen, es fühlt sich wirklich gut an von der Verarbeitung her, aber erstmal schauen wir mal, was wir noch in der Verpackung haben. Auf. Also eine schöne Bedienungsanleitung für Windows 10 bereits, also auch schon sehr praktisch. Dann eine Support-Hotline und das Ladekabel. Machen wir auch gleich mal aus. Das hier ist ein proprietärer Ladeanschluss, also kein Micro-USB oder USB-Type-C-Port, sondern einfach ein ja, ganz normaler Anschluss, wie man es von anderen Notebooks kennt. Aber jetzt wirklich mal zum Gerät. Jetzt werden wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. So sieht das aus. Ist relativ klein. Jeder kennt es vom 11 Zoll Notebook. Von den Anschlüssen hier haben wir einen USB 2.0 Port, denke ich. Hier den Ladeanschluss und hier einen Mini-HDMI Port. Auf der anderen Seite haben wir das Mikrofon, das ist hier auch eingezeichnet. Dann einen SD-Karten-Slot sowie einen 3,5 mm Klinkenstecker und einen zweiten USB-Port. Also vom Design her gefällt es mir ganz gut. Also wie es hier so ein bisschen stromlinienförmig hier dünner wird und so wie das Scharnier hier mit dem Display verbunden ist und dann hier eine leichte Rundung erzeugt. Also ist ein wirklich schönes Design. Jetzt klappen wir das mal auf. Und so sieht das dann aufgeklappt aus. Also wie es scheint, hat das hier ein entspiegeltes Display. Aber das wird sich auch alles zeigen, wenn wir das mal eingeschaltet haben. So, Intel Inside. Auch das erste Mal, dass ich ein Intel Bootscreen sehe. So, jetzt habe ich das kleine Notebook auch schon eingerichtet. Und wie ihr seht, ist Windows 10 vorinstalliert. Das heißt, kein Upgrade war bei diesem Gerät nötig. Und während des Einrichtungsprozesses sind mir da einige Dinge natürlich aufgefallen. Einerseits, dass hier die Tastatur sehr klein ist. Also man sieht hier auch, dass das sehr viel, also 2 Finger breit Raum wäre, um vielleicht die Tasten noch ein bisschen breiter zu machen. Also die Tasten von diesem Gerät sind wirklich, wirklich sehr, sehr klein und vergleichbar von der Größe her mit einem 10,1 Zoll Tablet, wie beispielsweise dem HP Pavilion X2. Also da sind die sehr ähnlich und ganz ehrlich, wenn man sich ein 11 Zoll Notebook kauft, dann will man ja auch vielleicht eine bisschen größere Tastatur als bei diesen Convertibles. Das zweite ist das Touchpad. Und das ist erstens einmal wirklich, wirklich schwach. Es reagiert zwar auf sämtliche Eingaben, unterstützt aber nur Eingaben mit 2 Fingern, im Gegensatz zum Asus X205, welches 3 Finger unterstützt und ebenfalls in diesem Preisbereich von rund 250 Euro ist, also 250 Euro und drunter eigentlich. Und das nächste beim Touchpad ist dieses wirklich sehr lästige Clickpad. Also wenn man hier drauf drückt, dann kommt es einem vor, als würde man so ein altes Lenovo ThinkPad nutzen aus dem Jahr 2006.
Es ist wirklich sehr, sehr laut einerseits und andererseits ist das Touchpad sehr klein. Das heißt, man muss immer wieder nachjustieren, wenn man irgendwo in eine Ecke wischen will. Und ich finde das eigentlich schade, weil man hätte hier den Platz durchaus besser nutzen können. Und Asus zum Beispiel oder andere Hersteller von Notebooks in dieser Größe haben das auch tatsächlich so umgesetzt. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir mehr von der Tastatur und von dem Touchpad erwartet, weil das Gerät ja ansonsten eh ganz gut ist. Es sieht wirklich gut aus. Also keiner wird da sagen, zumindest wenn man die Hardware jetzt nicht kennt, dass das ein 220-Euro-Gerät ist. Also das ist auch sehr schick, sehr schön verarbeitet, da kann man nichts sagen. Aber wir haben hier einfach diese Schwierigkeiten hier bei Tastatur und Touchpad, die mich ein bisschen, ganz ehrlich, einfach auf die Nerven gehen. Also wenn ich das jetzt 2 Jahre verwenden müsste und jeden Tag dieses lästige Klicken höre, dann drehe ich irgendwann durch. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, man ist in der Klasse, so in der Schule zum Beispiel oder in der Uni und irgendwer sitzt hinter einem und drückt die ganze Zeit auf dem Ding rum, das stört. Und ansonsten ist das Gerät wirklich gut. Also wir haben hier ein relativ solides Display. Blickwinkelstabilität ist natürlich sehr schwach. Aber das ist beim Asus X205 zum Beispiel genauso. Also da kann man sich nicht wirklich mehr erwarten. Aber wer eine so kleine Tastatur will, kriegt mit einem 250 € Convertible praktisch dasselbe. Also dasselbe Tastaturgröße und noch dazu einen Touchscreen, vielleicht sogar ein besseres Display. Aber eben natürlich im kleineren Format. Der einzige erfreuliche Punkt im Vergleich zu günstigen Notebooks von anderen Herstellern ist, dass wirklich viel Speicher zur Verfügung steht. Also es ist zwar dasselbe 32 GB Speicher hier verbaut wie beim Asus X205 zum Beispiel, aber hier sind ganze 21 GB von den 28,5 GB verfügbaren Speicher frei, weil eben Odys überhaupt keine Crapware hier mitliefert. Das heißt, hier hat man einfach nur sämtliche vorinstallierten Windows-Apps. Und wenn man sich ein bisschen bemüht, kann man vielleicht noch 2 bis 3 GB rausholen. Wenn man beispielsweise einfach ein paar unnötige Apps deinstalliert, die man nicht braucht. Beispielsweise ist hier Candy Crush Saga vorinstalliert. Nicht jeder spielt das auf einem Windows-Laptop. Und das Einzige, was ich hier sehe von Odys, das ist hier Odys Smart Solutions und Odys E-Manual. Also einfach die Bedienungsanleitung als App, beziehungsweise einen Link ins Internet. Und ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, also auch nichts Speicherlastiges. Das ist wirklich der einzige erfreuliche Punkt im Vergleich zu einem, ja, jedem anderen 11 Zoll Windows Netbook, das zumindest in diesem oder letzten Jahr hergestellt worden ist. Wer also wirklich so ein Gerät will, bei dem würde ich wirklich entscheiden, brauche ich eine so kleine Tastatur, komme ich damit aus und brauche ich ein so kleines Touchpad. Wer damit zurechtkommt, dem kann man das Gerät einfach so in die Hand drücken, einrichten einmal und man kann sofort mit der Nutzung beginnen. Beim Asus X205 wird das ein bisschen anders sein. Da wird man erstmal anfangen, die ganze Crapware, die man drauf hat, zu deinstallieren und erst dann kann man das benutzen. Aber als Gerät an sich, finde ich, ist das Asus X205 ein bisschen besser. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das mit der Akkulaufzeit ist. Vielleicht hat das ja über 12 Stunden Akkulaufzeit. Vielleicht, ja, hat es aus irgendeinem Grund eine bessere Performance, obwohl es eigentlich derselbe Prozessor ist. Aber ich denke, hier wird sich auch nicht viel an meiner Meinung ändern. Ich glaube einfach, es gibt bessere Geräte als dieses hier. Und aber für den ersten Versuch von Odys im Windows Notebook-Bereich ist das schon ziemlich solide. Und wenn man es kauft, macht man bei den 220 € auch nicht wirklich viel falsch. Man hat ein schönes Gerät, man hat ein solides Gerät, das man auch überall hin mitnehmen kann. Und man kann es auch herzeigen, weil es einfach hochwertiger aussieht, zumindest als der Preis suggeriert. Das war es auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!